Ja, herzlich willkommen hier wieder im digitalen Lernlabor. Hier geht es um das Thema Lernen mit digitalen Medien. Neben mir steht der Chef der Leipziger Buchmesse, Herr Zille. Vielleicht nehmen Sie uns einmal mit, warum ein digitales Lernlabor auf einer Buchmesse? Das ist eine längere Geschichte. Wir engagieren uns sehr stark zum Thema Leseförderung, Medienbildung, politische Bildung. Und in digitalen Zeiten ist es wichtig, über vernetztes Lernen zu sprechen, neue Ideen, auch digitale Möglichkeiten in den Unterricht einzubauen. Und das digitale Lernlabor ist eben ein Experimentierfeld und es gehört auf eine Messe, Dinge auszuprobieren, mit Schülern etwas auszuprobieren, Lehrer zu begeistern, das auch im Unterricht einzusetzen. Und was ich hier schon im vergangenen Jahr gesehen habe und was wir gemeinsam entwickelt haben, macht mich da sehr optimistisch, dass Jugendliche sich hier ausprobieren und dass das sozusagen auch einen großen Spaßfaktor hat, wieder zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Idee, wieder emotional angeregte Lernszenarien zu bauen, damit ihr Kopf aufgeht und dass man auch Spaß hat, aber Spaß nicht an dem Sinn, dass es sinnlos ist, sondern Spaß auch an der Beschäftigung, an einer Tiefe. Wenn Sie jetzt Ihre Messe so anschauen, wie steht es um die Digitalisierung in einer Branche, die ja schon so oft totgesagt wurde und es wird alles digitalisiert? Wie ist das Verhältnis so? Also erstmal muss man praktisch sagen, dass Digitalisierung ja nicht nur bedeutet digitale Produkte, sondern eben auch digitale Wege der Vermarktung, des Vertriebs, der Bewerbung. Und dort sind viele Dinge passiert, was Literaturverbreitung meint. In Bezug auf die digitalen Produkte liegt das jetzt im Publikumsbereich ungefähr bei 5%. Das ist nicht so groß. Wenn man in die Hallen kommt, sieht man sehr viel Papier. Ja. Aber trotzdem spielt Digitalisierung in der Verlagsbranche bei der Produktion von Büchern natürlich eine Riesenrolle. Und wir haben in diesem Jahr neu aufgelegt den Digital Publishing Award, wo die besten digitalen Ideen von Verlagen auch ausgezeichnet werden. Und wer da wirklich glaubt, dass die Buchbranche oder Digitalisierung hinterherhängt, weil man hier viel Papier sieht, ist auf einem totalen Holzweg. Ich glaube, das eine und das andere geht eben in idealer Weise zusammen. Es gibt Inhalte, die digital gut zu transportieren sind. In der Wissenschaft ist das sowieso Common Sense. Im Publikumsbereich ist Papier weiter vorn, aber Produktion und Vertrieb ist digital und Information. Und insofern ist das ja auch eine Messe, wo diese Kräfteverhältnisse auch austariert werden und in solchen Projekten hier auch experimentiert wird, wo das in Zukunft hingeht und wo es vielleicht an welchen Stellen es auch lange analog bleiben wird. Ich glaube, es geht nicht um digital gegen analog, sondern es geht um das richtige Verhältnis, die richtigen Inhalte in die richtigen Kanäle. Stichwort Zukunft war genau mein Stichwort. Ist Ihnen eine künstliche Intelligenz begegnet, die ein Buch geschrieben hat? Also war schon eine dabei? Müssen Sie demnächst den Preis ausrichten für die beste künstliche Intelligenz? Oder glauben Sie eher, sagen, naja, komm Kinder, die Sportnachrichten, das kriegt damit künstliche Intelligenz tatsächlich schon ganz gut hin? Vor allen Dingen für die fünfte Liga. Für die erste Liga gibt es noch den Reporter. Oder wie ist ja das Schlagwort gerade in digitale? Ja, das ist wahr, aber ganz offen, man fragt sich natürlich, was macht uns Menschen denn aus? Und so eine Buchmesse, ich glaube, die Begeisterung hier ist eben auch, dass man hier Menschen aus Fleisch und Blut mit einem Kopf, mit einem Gehirn und mit einer Kreativität, die sich auch nicht komplett ausrechnen lässt, trifft. Und es wird Bereiche geben, wo künstliche Intelligenz sozusagen die menschliche Intelligenz ergänzen oder sogar ersetzen kann. Aber gerade was die künstlerische Kreativität, und wir sind hier auf einer Buchmesse, wo es auch um Kunst geht, das ist nicht ersetzbar durch keine künstliche Intelligenz, egal wie sie kommt. Und wir sollten auch dafür kämpfen, nicht selbst zu Robotern zu werden, sondern Menschen zu bleiben. Vielen Dank für das Interview.